Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri. Am heutigen Freitag ist der Buchhändler in der Stadt und den möchte ich heute unbedingt mal wieder aufsuchen. Den habe ich jetzt ziemlich lange einfach ignoriert, weil wir uns am Anfang die Bücher eh nicht leisten konnten und ich auch nicht wusste, welche wir davon überhaupt brauchen. Das weiß ich jetzt zwar auch immer noch nicht mit abschließender Genauigkeit, aber ich würde trotzdem gerne mal wieder vorbeischauen. Vielleicht ist ja was Gutes da, was wir unbedingt haben wollen. So ein bisschen Geld haben wir ja über. Also das ist schon mal eine Sache, die ich heute machen möchte. Wir haben außerdem etwas Reis hier im Inventar. Das werde ich mal hier los. Und ich guck mal, was der Fernseher heute so erzählt. Das Wetter für morgen ist natürlich klar und sonnig, weil morgen das Eierfest stattfindet. Da werden wir auf jeden Fall hingehen. Und der Wahrsager sagt, die Geister sind heute etwas genervt. Naja, gut, das ist nicht so schlimm. Wir haben ja eh keine Spitzhacke im Moment, weil die gerade bei Clint verbessert wird. Insofern könnten wir eh nicht in die Mine gehen. Hallo Dörte, hier ein Rezept aus meiner Kneipe. Ich teile das nur mit guten Freunden, sagt Gus und schenkt uns das Rezept für Preiselbeersoße und noch mehr Post. Hey du, ich hatte etwas extra Holz herumliegen. Ich dachte, du könntest es eventuell gebrauchen. Pass auf dich auf, Robin schenkt uns 50 Holz, also bevor wir das bräuchten. Hallo Dörte, morgen halten wir das Eierfest am Stadtplatz ab. Du solltest zwischen 9 und 14 Uhr vorbeikommen, wenn du teilnehmen willst. Du willst die jährliche Eiersuche sicher nicht verpassen. Ja, sicher nicht, das ist völlig klar. Gut, wir haben hier noch diese Einmachgefäße, die ich platzieren wollte. Mein Hund hat schon seit Ewigkeiten nichts mehr zu trinken von mir bekommen, das werde ich jetzt mal ändern. Ah, oh. Was gab's heute? Treibholz, wie schön. Ich habe irgendwie aber das Schwert in der Hand. So, das Treibholz werde ich mal hier loswerden. Dann kann ich die Gießkanne eigentlich auch direkt wieder loswerden. Achso, die Trüffel, genau, die muss ich noch irgendwo unterbringen. Die Sense werde ich mal mit mir rumschleppen. Haben wir eigentlich irgendwas, was heute fertig ist? Jetzt habe ich natürlich heute nicht auf den Hofrechner geguckt. Da unten ist eine Kartoffel fertig. Könnten wir wenigstens die einmal ersetzen. Das wird natürlich jetzt immer zu unterschiedlichen Zeiten fertig, ist klar, ne? So, hier Iridium. Wir sollten auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was machen. Ah, ich habe Kohle bekommen, wie schön. Vielleicht Eisenerz? Ich glaube, Eisenerz war knapp in letzter Zeit. Mal das mal. Ja. Kohle, der Müll, den können wir schön recyceln. Ich wollte gerade schon schmelzen sagen, das ist nicht so ganz korrekt. Und, ach ja, die Obstbäume hier. Eigentlich muss man die natürlich jeden dritten Tag hier untersuchen, aber naja, wenn ich sowieso dran vorbeilaufe. So, dann haben unsere Fischteiche hier was. Und ich habe ja auch schon die passenden Einmachgefäße hier. Die werde ich jetzt erstmal hier daneben platzieren und dann können wir ab jetzt immer diesen Laich direkt hier unterbringen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier reichen wird. Ich mache das jetzt einfach mal so. Vielleicht werde ich das nach und nach ein bisschen erweitern, damit wir das nicht jedes Mal hier hin und her schleppen müssen, sozusagen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Die Köder kommen in meine Angel rein. Und ich glaube, den Käse hatte ich erstmal noch hier gelagert. Genau, Robin ist hier beschäftigt. Könnte ich eigentlich auch hier einfach eine Krabbenreuser unterbringen? Würde das Ertrag bringen? Das müsste man jetzt nochmal rausfinden, oder? Also wenn ich jetzt hier... Dann pass mal auf. Das Ding einfach mal hier befülle. Mal gucken, was passiert, ne? So, dann habe ich jetzt die ganzen Maschinen hier rein verlagert, damit ich nicht jedes Mal so weit laufen muss. Und wir können das jetzt also direkt befüllen von hier aus. Das passt auch relativ gut. Offenbar bräuchte ich sogar noch ein bisschen mehr. Wolle gab es heute nicht. Also wir könnten sogar noch eine Mayonnaise-Maschine mehr unterbringen. Problemlos. Hier passt das allerdings ziemlich perfekt, weil wir bekommen ja im Moment immer 3 Milch pro Tag. Das ist also super. Ah, sagen wir hier mal Hallo bei den Tieren, die wir hier so im Umkreis sehen. Ah, guten Tag, wie geht's euch so? Hier hatten wir schon... Oh Mann, wenn das Silo fertig ist, dann können wir nämlich dort dann auch noch mal ein bisschen mehr machen. Ich sehe jetzt gerade keinen weiteren Trüffel. Aber ich habe ja gestern ziemlich viel aufgenommen, nachdem ich den endlich gefunden habe. Können wir also jetzt auch erstmal umwandeln. So, da haben wir noch eine Kartoffel. Und da oben ist was fertig geworden.
Ich habe immer noch nicht geschaut, ob das sich mit den Brombeeren lohnt. Ich habe aber ehrlich gesagt von den anderen Sachen, naja, außer die Pulvermelone, davon haben wir noch 5 Stück. Das können wir noch einmal machen und dann war es das aber in der Hinsicht auch schon wieder. Da geht dann sogar gar nicht mehr. Ich glaube, dann mache ich einfach nochmal eine Runde. Noch ein bisschen mehr Eisen. Dann kann ich genug Eisen haben. Und damit wären wir eigentlich startklar, denke ich. Ich nehme das hier mal alles mit. Ich würde heute, wie gesagt, zum Buchhändler gehen. Was können wir denn vielleicht sonst noch bei der Gelegenheit erledigen? Treffen wir irgendjemanden? Habe ich noch irgendwelche Quests offen? Naja, das für Pam ist ja noch nicht fertig. Das ist in der Wüste. Das machen wir jetzt natürlich auch nicht. Bei den geheimen Notizen. Ach, dieses hier übrigens, das habe ich rausgefunden mittlerweile. Wenn man mit der Joja-Mitgliedschaft das Gemeindezentrum vollendet, dann ist das obsolet. Also dann findet man nichts hinter dem Gemeindezentrum. Leider. Ist halt so. Das hatte ich, glaube ich, schon ausgegraben, diese Schatzsuche. Da dachte ich erst, das wäre in der Wüste. Aber das ist nicht in der Wüste. Das ist in der Stadt. Das könnten wir heute auch noch machen. Also, wir ziehen hier gleich los und ich glaube, ich werde heute mal wieder schön Geschenke machen. Also, was machen wir denn? Wo kommen wir alles vorbei? Wir gehen in die Stadt. Da könnten wir auf jeden Fall auf Harvey treffen, vielleicht auch auf Lea. Dann haben wir Abigail und ihre Mutter. Ich habe aber keinen Sommerschmuck mehr. Das ist jetzt schade. Was mag die denn sonst noch so? Fischtaco, kann ich den schon herstellen? Da bin ich mir nicht sicher. Ah, man sieht auch, was man aktuell im Kühlschrank, also von den Kühlschrankzutaten aus machen könnte. Ist mir irgendwie nie so richtig aufgefallen, das ist neu. Thunfisch, Tortilla, Rotkohl, Mayonnaise. Ja, das geht jetzt leider noch nicht. Ich glaube, sonst wüsste ich jetzt nicht, was man Caroline sonst schenken sollte. Dann halt nicht, aber man könnte vielleicht Pierre was schenken. Dann könnten wir bei Evelyn und ihrem Mann vorbei. Schaffe ich es vielleicht für Alex auch mal was herzustellen? Die Lachsmahlzeit würde gehen. Das könnte ich einmal machen. Muss ich auch gleich dran denken, dass ich das nochmal tue. Dann gehe ich gedanklich nochmal ein bisschen weiter. Dann haben wir auf jeden Fall Penny. Ist das mein letzter Mohn? Oha, mein letzter Mohn. Jazz, für Vincent habe ich hier immer noch nichts. Gus könnten wir treffen. Elliot. Shane, der Bürgermeister. Pam. Robus könnte man kurz runtersteigen. Haley vielleicht. Jody Kent. Wartet mal, für Sam. Sam mochte auch Pizza, aber das ist jetzt nicht so das Richtige, glaube ich. Kaktusfrucht hätten wir aber auch. Das könnte man. Man könnte mal anfangen, ihm was Vernünftiges zu schenken. Nicht immer die Joja-Cola sozusagen. Willi habe ich immer noch diese Sache mit dem Quarz. Da habe ich auch nicht so viele Alternativen bisher. Deshalb würde ich da erstmal beim Quarz bleiben. Vielleicht treffen wir Mani noch. So, dann gucke ich mal kurz rein, ob ich da nochmal was herstellen kann. Also, ein Pfannkuchen für Jody. Hä, warum sagt er denn? Ach so, ich hätte die Zutaten generell. Das geht nicht um das, was ich im Kühlschrank habe, sondern was ich generell an Zutaten zur Verfügung habe und deshalb herstellen könnte. Amaranth und Grünkohl müsste ich also noch reinbringen. Ach so, man könnte natürlich abends dann auch noch in den Saloon reingehen. Dann treffe ich sogar noch ein paar Leute mehr. Vincent würde auch die Preiselbeersüßigkeiten nehmen, aber ich habe jetzt weder Preiselbeeren noch Äpfel hier drin. Und für Mani kriege ich da auch schon was Besseres hin? Sieht irgendwie nicht so aus. Ich glaube, da sind wir noch nicht so weit. Schade. Naja, aber es wäre ja nicht verkehrt, wenn wir einfach noch mal ein paar Geschenke machen würden. Ich guck mal, was wir da hinten noch so haben an Dingen, die wir verschenken können. Also ich glaube, ich werde die Weintrauben mal hier rausnehmen für Vincent, dass ich die nicht versehentlich alle verbrauche. Dann brauche ich für Demetrius und so weiter die Erdbeeren. Tja, und zum Kochen auf jeden Fall Grünkohl. Ist das der einzige Grünkohl, den ich habe? Dann nehme ich mal, warte mal, konnte man nicht irgendwie die Hälfte, genau die Hälfte mitnehmen? Kartoffeln könnte ich eigentlich drinnen auch gut lagern, Haselnüsse ehrlicherweise auch. Ich glaube, ich gucke auch gleich mal, ob ich noch sonstige Sachen für die Zutaten brauche. Eier, Milch, Löwenzahn, Essig habe ich doch gemacht. Ist der schon wieder aufgebraucht? Blumenkohl, Tomate, Rübe. Gut, ich gucke mal, was ich so zusammenkriege, ne? Also, ich werde mal ein paar Pilze mitnehmen. Ich glaub, ein paar Pflaumen waren auch noch dabei.
Achso, dann wollte ich Kaktusfrucht haben für Sam. Das ist, glaube ich, noch eine gute Idee. Ein paar Preiselbeeren zum Kochen. Nehmen wir mal so 10 Stück mit. Ein paar Äpfel. Ich glaube, Melonen war auch mal so ein Thema. Bohnen können wir rausnehmen. Ich nehme jetzt einfach mal so ein paar Sachen hier, die man brauchen könnte, vielleicht. Und bringe die dann darüber. So, es ist aber auch schon wieder 11.20 Uhr, also klar, ich halte mich jetzt natürlich hier auch gerade wieder mit Sachen auf, die vielleicht nicht ganz so wichtig wären, aber es ist heute auch nicht gerade ein Glückstag, also was soll's. Ah, jetzt habe ich den Amaranth vergessen. Okay. Da muss ich wohl nochmal hier hin. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern das überhaupt irgendwas gebracht hat, was ich jetzt hier mit mir rumschleppe. Das hier kommt jetzt hier als Zutat rein. Was haben wir denn hier sonst noch so? Die Bauernmahlzeit, die ist gut für Marnie. Hatten wir sie doch schon. Ein bisschen übersehen. Ne? Das ist nicht so übersichtlich. Aber jetzt brauche ich natürlich immer noch was. Also nochmal zurück. Ich brauche noch den Amaranth. Genau. Aber dabei belasse ich es jetzt auch wirklich. Wir müssen es ja echt nicht übertreiben. So. Jetzt kann ich die Lachsmahlzeit herstellen. Der übrig gebliebene Amaranth kommt hier rein. Und dann gucke ich mal, wie weit wir jetzt mit den Sachen kommen, die ich jetzt hier mitgenommen habe. Erstmal kommen die Trauben bis auf eine hier rein. Und dann sortiere ich mir das hier mal so ein bisschen. Ich will eigentlich die Geschenke hier alle auf einer anderen Ebene haben. Gut. Ich hoffe, das passt so. Mein Gott, bis ich mal loskomme, ne? Habe ich jetzt für Pam was dabei? Nee, habe ich nicht. Warum eigentlich nicht? Habe ich glatt die gute Pam vergessen. Aber ich habe ihr womöglich auch schon ein Geschenk gemacht die Woche. Ja, ich habe hier schon 2 gemacht. Also ich hätte jetzt sowieso nichts gebracht. Alles gut. Wo ist mein Pferd? Ah, hier. So, der Bürgermeister steht hier schon bereit. Ah, ich habe ihm schon 2 Geschenke gemacht. Das ist aber schade. So ein Mist. Nun gut, wir gehen jetzt erst zum Bürgermeister, wollte ich sagen, nicht zum Buchhändler. Wir gehen zum Buchhändler. Hier könnten wir übrigens auch mal ein bisschen klar Schiff machen. Das ärgert mich ja wieder zu Tode. Dann kommt hier noch mit der Axt, können wir noch was weghauen. Die Steine gehen natürlich gerade nicht. Da geht's gerade nicht, okay. Buchhändler. Nach langer Zeit bin ich mal wieder Kunde, vielleicht. Bücher tauschen. Ach, man kann auch welche tauschen? Oha! Das ist ja krass. Okay, das ist aber neu, oder? Ist das jetzt erst ab dem 2. Jahr, oder wie ist das? So, jetzt müssen wir kurz spicken, was ich eigentlich brauche. Also, was gibt's denn hier? Es gibt diesen Preiskatalog. Den kann man auf jeden Fall nur hier bekommen. Weg des Windes kriegt man nur hier. Das Pferdebuch kriegt man nur hier. Alte Schlitterbeine. Und ja, ich glaube, das wär's. Aber kann ich die auch tauschen? Diese hier? Kann man die auch anders bekommen? Buch der Sterne für Feenstaub. Wo soll ich einen Feenstaub herbekommen? Okay. Nee, also die kann ich nicht so bekommen. Gut, dann werden wir jetzt hier schön Bücher kaufen. Also Weg des Windes finde ich schon mal gut. Wir laufen etwas schneller. Da beklage ich mich ja schon lange drüber. Pferd das Buch. Du bekommst ein bisschen mehr Geschwindigkeit, wenn du auf einem Pferd reitest. 25.000 allerdings, das ist schon teuer. Dafür könnte ich mir auch andere Sachen leisten. Der Preiskatalog, der Wert deiner Gegenstände ist nun sichtbar. Das klingt natürlich irgendwie nett. Du wirst jetzt viel schneller durch Gras und Pflanzen laufen, wenn ich alte Schlitterbeine kaufe. Das ist natürlich, ist auch teuer, aber es ist auch irgendwie cool. Ich glaube, das würde mir sogar noch ein bisschen besser gefallen als jetzt das Pferd, weil auf dem Pferd bin ich eh schon schnell. Aber das hier, das Gras, das, ja, das machen wir. Uiuiui. Ja, dann hätten wir jetzt noch Geld für den Preiskatalog. Und dann sind wir so weit unten wie schon lange nicht mehr. Aber interessant, dass man hier die Bücher auch so bekommen kann. Sind das nur die Bücher, die ich schon mal bekommen habe? Ja, die kommen mir jetzt irgendwie bekannt vor. Ach, ich kann Bücher, die ich schon
schon mal hatte. Also Duplikate kann ich hier eintauschen. So rum ist das. Ah, ich dachte, ich muss das liefern. Nee, es ist genau andersrum. Ich kann quasi, wenn ich jetzt mal wieder Jack ist flink, Jack ist zäh bekomme, zum 100. Mal kann ich das gegen 3-mal Füllung eintauschen. Aha, na das hier praktisch. Kann ich eigentlich hier da hinten dieses Hartholz entfernen? Oh, tatsächlich. Das hier praktisch. Noch praktische Dinge. Ob das wieder respawnt? Das wäre ja dann auch noch eine schöne Hartholzquelle. Gut, dass ich mal wieder hier oben hin bin, auch wenn es jetzt echt was gekostet hat. Achso, wartet mal, ich muss meine Bücher natürlich auch noch lesen, damit ich davon profitiere. So, jetzt bin ich ein bisschen schneller, ja? Dann sind wir jetzt noch ein bisschen schneller. Und jetzt sehe ich auch noch den Preis. Ah ja, das wird jetzt hiermit angezeigt. Der Wert von den einzelnen Sachen. Ja, das ist natürlich auch cool. Dann sehe ich immer vorher schon, was es bringt, wenn ich sie verkaufe. Sehr cool. Ich wollte aber eigentlich Sachen verschenken. Wo fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen an bei Oma und Opa. Hier. Wobei im Moment die meisten gar nicht so richtig da sind. Gut, wir können hier einmal Lauch verschenken. Das habe ich am liebsten. Danke dir. Mein Opa war ein Bauer. Es ist ein respektabler Beruf. Ja, in der Tat. Wenn ich nicht so verdammt alt wäre, würde ich bei dir vorbeischauen und dir das ein oder andere zeigen. Ach, mal wieder ein bisschen Mansplaining, ja? Ich weiß nicht, ob ich in das Zimmer reinkomme. Nee, ich bin nicht gut genug befreundet. Alex ist leider gerade beschäftigt, deswegen können wir ihm das schöne Gericht, das wir hier gecraftet haben, gar nicht schenken. Wow, das ist genau meine Farbe. Danke, Dörte. Ja, ich weiß. Wir werden uns diesen Abend in der Kneipe treffen. Das ist so eine Art Freitagstradition. Oh, der Dialog ist aber, glaube ich, auch neu. Den kenne ich noch nicht. So, Pierre, ich habe mal wieder eine Narzisse für dich. Was ganz Tolles, ja. Das ist wirklich nett von dir. Ich mag das. Das Geschäft läuft eher schleppend, seit Joja in die Stadt gekommen ist. Es ist schwer, mit ihrer Auswahl mitzuhalten. Tja, dann musst du deine Auswahl vergrößern, nehme ich an. Tja, hier werden wir natürlich jetzt erstmal nichts kaufen. Guckt da schon so ein bisschen aus Gewohnheit drauf. Wo habe ich jetzt mein Pferd gelassen? Ja, ich merke jetzt noch nicht so richtig, dass ich viel schneller geworden bin, aber ich glaube, es war auch nur so ein kleines bisschen, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier gibt es eine Narzisse, die habe ich eben schon gesehen. Dann können wir hier oben noch mal ein bisschen lang. Ah, ich glaube, ich habe meine Sense dabei, genau. Hier einmal durch, kriegen noch mal ein bisschen gemischte Saat dafür. Und Haley kriegt eine Sonnenblume, wenn ich sie wieder finde. Hier. Wow, sind die schön. Die sind mein absoluter Favorit. Wirst du vom ganzen Herumrennen auf dem Hof oder was auch immer du dort treibst nicht müde? Na doch, manchmal schon. Ich könnte es nicht aushalten, so dreckig zu werden. Man wird aber wahrscheinlich dabei schön braun. Ja, also ich jetzt nicht, wie du siehst. Ich bin schön weiß geblieben. Ah, braun werden. Das wäre noch was, oder? Ja, ist schon 16.40 Uhr. Wahnsinn. Da ist Ken, für den habe ich aber nichts. Aber für Lea hätte ich was. Aber wir könnten sie auch abends im Salon noch antreffen. Da sind die Kinder. Wow, vielen, vielen Dank. Das ist grandios. Pfui, es ist wieder gekochte Beete-Abend. Okay, das mag er wohl nicht so. Na, Jess? Wow, danke dir. Magst du meine Schleife? Boah, ist ganz nett. Wenn du ab und zu gräbst, kannst du ein paar interessante Dinge finden. Ich habe einmal wirklich alte Tonware gefunden. Ich habe sie Gunther gebracht und er hat gemeint, sie wäre über 1000 Jahre alt. Ja, ob er das nicht nur gesagt hat, um sie jetzt so ein bisschen, naja, glücklich zu machen sozusagen. Ach, ich habe hier schon zwei Geschenke gemacht. Also, die Woche war ich gar nicht so schlecht mit Geschenken, offenbar. Zumindest bei manchen Leuten. Wenn man hier rein... Ach, hier ist ja gar niemand, genau. Da muss ich gar nicht hin. So, ich wollte jetzt aber noch hier rüber, weil heute nämlich auch der Wohnwagen da ist. Und der hat ja auch immer noch ein paar besondere Sachen im Angebot, deswegen möchte ich da unbedingt vorbei. Ach ja, der Waschbär, genau.
Der Waschbär. Fällt mir jedes Mal wieder auf, dass ich da noch was machen wollte. Aber ich glaube, ich brauche erstmal genug Miesmuscheln dafür. So, was hat sie denn heute? Die seltene Saat. Auf die war ich aus. Alles andere interessiert mich nicht. Käse für 1150. Das ist ja nicht mal wert, ey. Nee, nee. Da wir jede Menge Hartholz brauchen werden für das Schiff von Willi, werde ich auch mal in den geheimen Wald nochmal reingucken. So, kurz spontan, wo wir schon gerade hier sind. Und danach werde ich aber in den Saloon gehen und dort nochmal ein paar Geschenke verteilen. Dann ist der Tag wahrscheinlich auch schon wieder rum. Das vergeht schon wieder die Zeit. Ah, hat gar nicht so viel los hier mit Schleim. Ich habe mittlerweile ja herausgefunden, dass das Glück überhaupt keinen Einfluss auf die Spawnrate von Monstern hat und auch nicht auf die Drop-Chance. Also insofern, das habe ich irgendwie immer anders vermutet, aber das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich berichtigen. Das Glück hat hier keinen Einfluss auf die Spawn-Chance. Ist also völlig egal. Der einzige Grund, warum es in den Minen schneller geht, wenn man Glück hat, ist tatsächlich, dass man halt schneller Leitern findet. Und man deswegen einfach schneller durchkommt. Und man bekommt mehr. Also ich glaube, die Sammelchance ist höher. Aber ansonsten hat es wohl keinen Einfluss. Muss ja auch nicht. Also es wäre jetzt auch ein bisschen hart, wenn das Glück wirklich auf alles Einfluss hätte. So ist es ja nicht. Also es ist tatsächlich hauptsächlich Sammeln und Fischen, das davon beeinflusst wird. Und ich glaube, so ein bisschen noch ein paar andere Sachen, ein paar Kleinigkeiten, aber so insgesamt gesehen sind es diese beiden Sachen. Ja, ein Glück hatte ich so viel Geld noch für diese seltene Saat, nachdem ich schon so viel ausgegeben habe. Also so weit unten waren wir mit unserem Kontostand jetzt wirklich schon eine ganze Weile nicht mehr. Naja, so, heute ist ja mal richtig was los. Ich kann hier Sachen loswerden. Zum Beispiel können wir Mani heute mal ein schönes Bauernfrühstück hier schenken. Ein unglaubliches Geschenk, aber sie merkt trotzdem nicht, dass wir da sind. Lea bekommt etwas Wein. Den billigsten, den wir haben. Genau, was sie haben wollte. Wie üblich. Ohne die Dantur wären wir nicht in der Lage zu überleben. Man sollte das immer im Kopf behalten. Dann haben wir hier noch außerdem Elliot. Dörte, das ist ein wunderschönes Geschenk. Danke dir. Ach, komm mit der Fackel meinen Haaren nicht zu nahe. Was für eine Fackel? Ich habe keine Fackel. Weiß nicht, was er hier sieht. Gas ist wieder mal sprachlos. Sein Geschäft läuft gut. Das freut mich. Abigail kommt hier an, aber der haben wir ja schon was geschenkt. So, der kriegt ein bisschen Quarz. So, dann Sebastian habe ich nix. Warte mal. Aber für Sam habe ich was. Oh yeah, das habe ich besonders gern. Habe ich dir je erzählt, dass wir früher in der Stadt gelebt haben? Ach was. Dort ist einiges mehr los, aber es ist irgendwie laut und hektisch. Es ist schwer zu sagen, was besser ist. Oh. Das ist durchaus wahr und ich komme hier nicht durch. Habe ich Shane schon zwei Geschenke die Woche gemacht? Nee. Shane kann ich nochmal was schenken. Sehr gut. Jetzt wollen wir sie essen? Nee. Oh wow, Dörte, woher wusstest du, dass ich sowas mag? Ich bin ein Naturtalent. Was ist der Sinn des Lebens, wenn du immer nur arbeitest? Oh, das ist ja eine philosophische Frage, in der durchaus ein Körnchen Wahrheit steckt, würde ich sagen. Immer nur arbeiten? Nicht gut. So, jetzt ist 22 Uhr. Mittlerweile haben sie alle zu. Das heißt, wir treffen keine weiteren Leute mehr an. Auch Evelyn haben wir gar nicht getroffen. Sehr schade. Aber wir können jetzt eine Sache machen. Wir haben ja diese Notiz bekommen. Wo ist sie denn? Diese Schatzsuche? Nehme ich an, das hier. Das können wir machen. Und das startet hier an diesem Punkt. Ich habe immer gedacht, das wäre in der Wüste, weil wir da auch so einen komischen Kreis haben, aber das sieht tatsächlich eher nach dieser Sache aus. Moment, jetzt muss ich es wiederfinden. Und das läuft jetzt so, dass ich die ganze Zeit in die eine Richtung laufen muss, bis ich nicht mehr weiter kann. Also ich muss jetzt erstmal ganz nach rechts, dann ganz nach unten, dann wieder ganz nach rechts, dann nach oben, dann nach rechts. Mehr kann ich mir sowieso nicht merken. Einmal ganz nach rechts. Oh, das ist aber weit. Dann nach unten.
Dann nach rechts. Dann nach oben. So, jetzt habe ich wieder vergessen, in welche Richtung ich muss. Nach rechts, genau. Rechts, oben, rechts, unten, links, oben. Rechts, oben. Rechts, unten, links, oben. So, interessant, wo uns das Ding jetzt hinführt. Dann links, oben, rechts, oben, links. Oben, links. Nochmal. Links, oben, rechts, oben. Links, oben, links. Links, oben, links. Oh, ist aber weit. Oben. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich richtig gegangen bin. Bin ich jetzt richtig unterwegs gewesen? Ja, es war rechts oben, was ich gerade gemacht habe, genau. Links oben. Links oben. Links. Fahrer. Hey, Kid, ich brauche etwas Glück. Warum besorgst du mir nicht eine Hasenpfote? Ich werde dich dafür fürstlich entlohnen. Okay. Komm zurück, wenn du eine Hasenpfote dabei hast, Kid. Ach was, bei dem Joja-Fahrer müssen wir vorbei. Gut, das müssen wir uns jetzt irgendwie versuchen zu merken. Wenn ich das nächste Mal eine Hasenpfote habe, muss ich dann dahin. Jetzt haben wir natürlich gerade eine verkauft, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich mein Pferd gelassen habe. Wahrscheinlich auf dem Stadtplatz. Irgendwo. Hier steht es nirgends gut. Dann gehen wir jetzt einfach nach Hause. Ist sowieso schon Mitternacht. Zeit, nach Hause zu gehen. Vielleicht können wir noch das ein oder andere verkaufen. Naja, vielleicht den wilden Meerrettich. Wartet mal, bin ich ja völlig falsch. So. Aber ansonsten ist das meiste eigentlich als Geschenk gedacht. Das hier auch. Und das hier. Die seltene Saat müssen wir dann anpflanzen. Bei der nächsten Gelegenheit. So. Genau. Na, dann lass uns mal schlafen gehen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt heute so viel verkauft habe. Wir werden sehen. Oh, Sammeln Stufe 10 habe ich erreicht. Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Wir können jetzt Botanist werden. Gesammelte Gegenstände haben immer die höchste Qualität. Oder die Positionen sammelbarer Gegenstände werden aufgedeckt. Dann haben wir das quasi auf der Karte angezeigt und wissen immer, wohin mit uns. Ah, das finde ich irgendwie doof. Nee, ich glaube, ich werde den Botanist nehmen. Da habe ich dann die höchste Qualität. Das finde ich gut. Das bringt uns beim Geld was. Ja, es war tatsächlich nicht so viel. Ich habe nur die Pulvermelone und den wilden Meerrettich verkauft. Dafür war es gar nicht so schlecht. Oh Mann, gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zum Fest, zum Eierfest. Bis dann, macht's gut, eure Miri.